Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Meine Freundin meinte am Telefon, ich soll fürs Abendessen noch Oberschienen besorgen. Ich stehe nun ratlos im Baumarkt und weiß nicht, was ich holen soll. Englisch für Anfänger. Tobias, 2 Bier. Wer zu viel ironiert, bekommt einen Sarkasmus. Ich hoffe, die Schauspielerin Jessica Biel nennt ihr erstes Kind Batmo. Wenn man jemanden einen Link schickt und sich dabei vertippt, ist das dann ein Rechtschreib- oder ein Linkschreibfehler? Die deutsche Sprache kann so gemein sein. Wenn sich zum Beispiel Herz nicht auf Schmerz reimen würde, würde es gar keine Schlagermusik geben. Und, wie lief's beim Grammatikwettbewerb? Ich habe verliert. Steht hier so ein Idiot verdutzt im Baumarkt rum und sucht Auberginen. Sachen gibt's. Seit ich ein Smartphone habe, finde ich das Ampelgeräusch für Blinde doch ganz praktisch. Meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht, weil ich angeblich so oft ins Fitnessstudio gehe. Also habe ich ihr Auto in den See geworfen. Wenn dir jemand ein Bier anbietet, dann akzeptier es auch so. Auch wenn es nicht deine Marke ist. Deine Lieblingsmarke ist kostenlos. Danach kommt kalt. Klopf, klopf, wer ist da? Chris. Chris wer? Chris Leo die Fresse. Fenster öffnen in Europa. Zack, Mücke drin. Fenster öffnen in Amerika. Zack, Flugzeug drin. Habe direkt nach dem Aufstehen gelächelt. Ich glaube, ich habe mir das Gesicht ausgekugelt. Ich liebe Technologie. Wenn ich mein Handy an den richtigen Stellen berühre, erscheint ein Mann mit Pizza vor meiner Haustür. Ein Mann schaut sich einen Film an. Plötzlich schreit er, nein, geh nicht in die Kirche! Seine Frau fragt, Schatz, was schaust du dir da an? Der Mann, unser Hochzeitsvideo. Wir schreiben das Jahr 2015. Wir haben Menschen, die durch Haut und Knochen sehen können. Wir haben Maschinen, die uns am Leben halten, wenn unser Hirn gestoppt hat. Wir haben sogar Maschinen, die mit einem einzigen Tropfen Spucke unseren Stammbaum rekonstruieren können. Aber wenn ich zur Prostata-Untersuchung gehe, steckt mir ein Kerl den Finger in den Arsch. Ein Dachdecker lässt einen Ziegel fallen. Dummerweise trifft er damit eine Blondine am Kopf und dieser zerspringt in 1000 Teile. Das Blondchen fällt bewusstlos um. Der Dachdecker rennt runter, um zu schauen, was passiert ist. Viele Menschen stehen um die Blondine und einer ruft, holt die Polizei! In dem Moment erhebt sich die Blondine, fasst sich an den Kopf und sagt, nicht nötig, ich werde den Ziegel bezahlen. Warum nimmt eine Blondine ein Lineal mit ins Bett? Damit sie sieht, wie lange sie geschlafen hat. Was gefällt dir am besten an deinem Bürojob? Manchmal haben Menschen Geburtstag, dann gibt's Kuchen. Ich bin so treu, ich habe auch ohne Freundin keinen Sex mehr mit anderen Frauen. Wissen Raupen eigentlich, dass aus ihnen ein Schmetterling wird? Oder verpuppen die sich und denken sich dabei, what the fuck mache ich hier eigentlich? Bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Links kommt ihr nun zu meinem Kanal-Trailer und darunter könnt ihr direkt abonnieren, um nichts dazu verpassen. Lustige Witze gibt es nicht nur jeden Freitag auf YouTube, sondern jetzt täglich auf meiner Facebook-Seite Master Jam. Bis nächste Woche.